Johannes Buhlmann, Olbendorfer Weg 70, USE 15251, 13403 Berlin, um 2015, 26. Juni. An die Generalstaatsanwaltschaft Berlin, 161 ZS 743 aus 2015. Sehr geehrter Herr Oberstaatsanwalt H., zu meiner Entlastung schicke ich Ihnen Anliegen Begleitpapiere zu Ihrem Schreiben von 2015, 19. Juli. Eigentlich wollte ich in meiner Ratlosigkeit, wie ich denn nun weiter verfahren soll mit jenen Begleitpapieren, bestätigen, dass ich die Sendung auskenne. Ich habe, erscheint denn wirklich zielführend, einen Adressaufkleber mit meiner Meldeadresse, den mir die SOS-Hundehilfe zu Werbezwecken zusandte, draufkleben. Aber die kann ich nicht finden. Jedoch entdeckte ich bei der Suche nach jenen Aufklebern einen Rückläufer an das Isar Amberg Klinikum Suchtabteilung intendiert. Wenn ich das richtig erinnere, geht es um den Erleuchtungskokolores bei Substanzmissbrauch. Ein deutlicher weißer Fleck in meinem Handbuch der Borderline-Störung. Die Damen und Herren Mediziner weigern sich standhaft, dissoziative Zustände bei und nach Drogenmissbrauch als Aktivierung eines evolutionären Schutzmechanismus in lebensbedrohlichen Situationen anzuerkennen. Mit der Konsequenz, dass die tröstenden Illusionen, die ein vom sensorischen Teil des Nervensystems entkoppeltes Vorderhirn mit noch rudimentären Einflüssen aus Mittelhirn und vielleicht Endhirn generiert, als höhere Einsicht gewertet werden. Nun hinterlässt leider jeder erfahrene dissoziative Zustand Schäden im Gehirn in dem Sinne, dass verbindende bzw. integrierende Neuronen, in Klammern Purkinien, zugrunde gehen. Extrem bzw. akut sichtbar ist dies im Krankheitsbild des Kriegszitterers. Im Endhirn angesiedelte Mustergeneratoren der Motorik verselbstständigen sich, weil die bewussten bzw. bildlichen Impulse des Vorderhirns nicht mehr im hinreichenden Umfang empfangen werden. Die verbindenden Neurone sind im Schockzustand untergegangen. Bei iatrogener Dissoziation zeigen sich chronisch Morbus Alzheimer oder Morbus Parkinson, was übrigens schon Helen Petrovna Blavatsky Ende des 19. Jahrhunderts aufschrieb. Dabei bietet die mit dem iatrogenen, in Klammern durch Vergiftung, herbeigeführten dissoziativen Zustand verbundene Auflösung der Ich-Grenze durchaus interessante Perspektiven. Transpersonale Effekte sind nach hiesiger Auffassung nicht auszuschließen. Die niedrig intelligente oder durch neuroleptische Gifte geschwächte Persönlichkeit oder auch die eher seltene neurologische echte Schizophrenie, Klammer zu, scheint durchaus einen transpersonalen Imperativ zugänglich zu sein. Im Mittelalter wäre wohl formuliert worden, ist von einem Dämon besessen oder hat die Stimme des Herrn vernommen, vielleicht auch hört die Engel. Es ist also verlockend, sich vermittelt Opiatsystem bzw. hergebrachten Sprachgebrauch Endorphinsystem in einen depersonalisierten Zustand mit transpersonaler Macht zu versetzen. Noch schöner wird es dann wohl, sich in diesem Zustand sexueller Aktivität hinzugeben, Klammern Viagra, R, das eigentlich nicht mögliche möglich, Klammer zu, die vermutlich ebenfalls transpersonale Einflüsse auslöst, in Klammern an Anführungsstrichen ein Fleisch werden, Anführungsstrichen oben nach der Bibel, hier zum Beispiel Matthäus 19, insbesondere Vers 6, Klammer zu. Problematisch an der Sache ist leider, dass die überwältigenden Eindrücke, die das Gehirn während eines Trips an die Grenzen des Himmels, Konfuzius, an die Grenze zwischen rein bosonischem Jenseits und parafermionisch-bosonischem Diesseits erfährt, nicht in das Diesseits übertragbar sind. In materiell begründeten und geistig zusammengehaltenen Diesseits, gegründet auf die Fermi-Dirac, zusammengehalten von den Regeln der Bose-Einstein-Statistik, treten neben die zeit- und raumlosen Gesetze des Geistes die Gesetze der Materie. Geist ist ohne Raum oder Zeit eindimensional und kann also nicht in Konflikt geraten. Klammern, hier 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe nach dem Apostel Paulus, Klammer zu. Das raumzeitliche Diesseits mit seinen 3,5 Dimensionen, der Raum wird durch 3 unendliche Graden beschrieben, während die Zeit einem anfangs endlichen Strahl folgt, Klammer zu, hingegen ist aufs Grund seiner halben Endlichkeit stets konfliktbehaftet. Die ganze Menschheit in einer total kristallinen, reinen Gesellschaft zu vereinen, ein zunächst nachvollziehbarer Traum aus dem Jenseits, scheitert allerdings an der Unterstellung.
Wechselbarkeit, in Klammern Individualität der Person. Erschwerend hinzu kommt die subjektive Ewigkeit des Individuums. Es ist sich seines Anfangs nicht bewusst und die sehr wahrscheinlich unausweichliche Tatsache eines bevorstehenden Endes wird nicht wahrgenommen. Jeder Mensch sein enges Privatuniversum. Das erfordert jedenfalls im sozialen Konzert des Weltalls festgefügte Regeln oder auch Grenzen, keine wahnhaft vertretenen Vorstellungen kosmischer Harmonie. Amen. J. Buhlmann.